Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Draugen. Ja, wir sind in diesen Laden hier eingebrochen, um herauszufinden, was das mit diesem Hut da auf sich hat. Und finden hier so einen, ja, Bahnemörder. Schriftzug, was auch immer sich dahinter verbergen mag. Das werden wir wahrscheinlich gleich noch herausfinden. Ich gehe da mal hin. Ist sie ja schon ganz aufgeregt. Barnemörder. Barn means child. And murder, that's... Child murder. Edward, they murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Ja, immer F drücken, wenn Lissy in der Nähe ist, um zu reden. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Allerdings, hier hat jemand den Laden ganz schön verwüstet, wie man hier sieht. Und lastet den Ladenbesitzer halt an, dass er ein Kindermörder sei. Hm. Da liegen Sachen auf dem Boden. Hier könnte man rein. Kasse ist für uns tabu, können wir nichts machen. Hier gibt es auch weiter nichts zu sehen. Das ist alles leer hier, ist auch sehr seltsam. Hier gibt es hier nur eine Liste oder irgendwas. Ich schau mal. Why would Frederick keep a list of what he calls traitors? What did they do to him? Cross him in some way. Why else keep a shit a list of undesirables? Liste mit Rätern. Lesen kann man die aber nicht richtig, ne? Irgendwie, ich gehe nochmal drauf. Nee. Kann die Namen nicht jetzt nicht so wirklich erkennen. Ein klein wenig. Okay. I'm not sure how I feel about being in here. Don't be ridiculous. We're all alone. What else do you suggest we do? Das ist wohl wahr. Muss uns noch irgendwas anschauen? Da ist ein Bild. Moment. It's the same photograph as in the farmhouse. Johann's gone. At least, I assume he's the one who's been snip. Frederick clearly did not want anything to do with his twin brother. Das kann man durchaus nachvollziehen, wenn er aufgrund der ganzen Geschichte da seinen Sohn verloren hat. Wird er auf seinem Bruder nicht gut zu sprechen sein? Okay, da können wir raus. Mit dem Kindermörder ist schon heftig. Okay. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June, and they received my letter from July. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Hm. Er bemerkt, dass da mindestens 10 Briefumschläge liegen. Alle sind frankiert, aber an diesem Ort gefangen. Ich habe das vorhin jetzt nicht vorgelesen, weil ich dachte, wir haben ja da einmal diese Geschichte gehabt, ne, mit den drüberklettern oder nicht drüberklettern. Und da hatte ich das erst vorgelesen und danach konnte ich nichts mehr machen. Und wieder so ein bisschen vorsichtig. Ein Telegraph. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. Hm. Seltsam. S. O. S. Oh boy. If only this thing worked, we could order a boat to come get us. Or, even better, order some hot grub. Genau. Da wäre ich ja dafür. Grafik ist der Nabel der Welt. Das sieht man hier ganz deutlich. Wegen kleines Nest und so. Was haben wir hier? Telegraph, Bock, Telefon. Also Telegraph oder Telefon oder so in die Richtung. Ah, da ist das Telefon. Ah, sehr cool. Scheint aber auch nicht zu funktionieren, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Eine weitere Kinderzeichnung. Till, Simon und Frau Ruth. T
Till und Fra scheinen sich gut verstanden zu haben, waren wohl gut miteinander befreundet. Und wir haben ja dieses eine Bild gesehen von der guten Ruth. Und das scheint auch von ihr zu sein hier. Also der gleiche Zeichenstil, auch die Art und Weise, wie sie da dargestellt ist. Entspricht dem Bild, was wir hier bei dem Bruder gefunden haben. Unseren Gastgebern. So, kleines Schränkchen, das man öffnen kann. What are you doing? Looking for keys. Your life of crime continues. Jo. Moment, das nur sitzt. There's a note. Is it written in Viking runes? What does it say? It's from Simon. Kassa? Kassa. I don't know what that word means. Jai put it means I put. Nurkel is key. He put the key in the casa? Casa. I wish I had my dictionary. The note's addressed to his father. So the key was moved. But where to? Somewhere safer. Or more convenient. Can we really trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer reading. And I had a lot of free time on the ocean voyage. Come on, how much could you possibly pick up in a few months? You know my mind, it's a sponge. So, Kassa hört sich für mich an wie Kasse, dass der Schlüssel in der Kasse abgelegt ist, was ein relativ sicherer Ort ist, würde ich mal ganz stark vermuten, dass das gemeint ist. Gut, da haben wir die Briefe, da haben wir den nicht mehr funktionierenden Telegrafen, nein, das ist Lissy, das ist nicht der Telegraf, also, ne, muss dann schon bei den Dingen bleiben. So, okay, hallo, so naheliegend. Schau dir die Kasse an. Trottel. Unfassbar. Okay, ich guck mal, ob ich hier in den Raum reinkomme. Aber wahrscheinlich brauchen wir für diesen Raum einen Schlüssel. Kann das sein? Natürlich. Und der Schlüssel ist in der Kasse. The hat's in here. Ja. Calm down, old boy. Anyway, how's the hat going to help us? Who knows what else is in here? There could be more clues. All right. Okay. Ach, jetzt. Jake. We made it into the store. I'm sure we'll find a way through that door. Kassa. So that's what it means. Cash register. Das hat gedauert. So, einmal aufmachen. You're a genuine gangster now, old fruit. Don't worry. If you get busted, I'll come visit you in the big house. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Den schnappen wir uns natürlich. So, das Geld können sie behalten. Das hilft uns eh nicht weiter, glaube ich. So, Kassa wieder zu. Er hat ein weiteres Wort gelernt. Perfekt. So, jetzt machen wir auf das Ding da. Einmal öffnen. Also, geht doch. So, da ist das Objekt unserer Begierde, der Hut. Hallo? Ah, ja, was denn jetzt? Aufheben. It is her hat. Teddy, I'm not Betty sure was that's... here, and not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room. Das würde ich auch vermuten. Da liegt ein Brief. What's that? A handwritten note. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be... Johann, you... Nectar. Refuse. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Simon did not... Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth?
Ruth is the daughter of Anna and Johann, which means the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward, the Fretland girl was murdered. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there. Frederick never finished it. And Johann never read it. Not that it would have made a difference. If Johann thought... The mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you a million clams. Where? See for yourself. I guess that could be where... Let's check it out! No, Lissy, wait. Daher der Schriftzug da draußen halt, ne, also im Laden von wegen Kindermörder. Der Bruder hat gedacht, dass der Cousin seine Cousine umgebracht hat. Was wahrscheinlich absoluter Schwachsinn ist. Das wird nicht passiert sein. Wir entriegeln mal die Tür hier, damit wir da raus können. Und auch jederzeit wieder rein können. So. Wo ist das gute Mädel wieder? Die junge Dame? Da ist sie lang. What are you doing? This doesn't concern us. The little girl died. We're staying in her home, for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute. Ja, 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 ich komme ja. Das heißt, falls ich da hinkommen kann, wo ist sie denn jetzt? Da oben ist sie. Ach, wie das verrückt. Ja, wie hat sie denn das Grundstück wieder hingekriegt? Ich so, ja, das ist wieder versperrt, da kommen wir nicht rein. Okay. Also sie steht da oben, glücklich und zufrieden. Ich komme hier nirgendwo hin. Come on, it's an easy climb. This looks very dangerous. Oh, you're a big boy. Start acting like it. It's not Mount Everest. I don't know about this. So, wir klettern da mal rauf. Um etwa, das schaffst du schon. Du bist ein großer Junge. Hat sie recht. Whoopsie-daisy. Und so groß ist das Hindernis nicht. So, okay. Weiter geht's. Bis hierhin haben wir es geschafft. Der Rest ist ein Kinderspiel. Was ist denn das? What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl Edward, got herself... You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Ja, da ist was dran. Moment. Felsen? Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. Oh, that's awful. I think there's something behind it. Can you move the rock aside? Das schafft er nie. Ich bin überrascht. Das ist eine Pumpe? Ich glaube ja. Zumindest der Rest davon. It must be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Hold on. This pin. This is old. Very old. It looks like something from the Viking era. We are in the land of Vikings. This could be a thousand years old. It does not belong on a child's doll. Who cares?
Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Come on, old sport. It's not far. Can you wait just 1 minute so that I can catch my breath? Forget this. Did you follow the same path, Betty? Or am I just stumbling through darkness? Vielleicht ist es deiner Schwester näher, als du denkst. Möglich wäre es, dass sie auf die gleiche Spuren gestoßen ist. Ich meine, immerhin, wenn das wirklich ihr Hut war, der da lag, wäre das nicht ganz auszuschließen. Hallo, mein Freund. Kannst du mir weiterhelfen? Du hast doch bestimmt Dinge gesehen. Komm, rede. Sonst wirst du geschlachtet. Mit dir. So. Einmal gucken, muss sein. Wow. Das ist schon großartig, ne? Also, da kann man nicht meckern haben. Also hier die Designer dieses Spiels, die haben wir alle Register gezogen, meine Herren. You can see clear beyond the edge of the world. One. Oh, teddy bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean. Can you see where she fell? Seeing as you're so concerned about me falling out of trees, I wouldn't want to risk falling off a cliff. Der Stein wäre wahrscheinlich das Ende jeden Falls, denkt er. If she fell headfirst on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here in the first place? Playing? She was a child. Children play in dangerous places. There must be more to it. Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight, and Betty's still... You're still out there. Gut, die Ziege hat sich noch kein Millimeter weiter bewegt. Traut sie wahrscheinlich nicht. Sie sieht uns eine Gefahr. Wo ist denn jetzt, Teddy. Ja, okay. Ich komme. Ich versuche... mich hier hochzukämpfen. Mit letzter Kraft. Bitte. Lissy, slow down. I can't keep up with you. Ja. Who knows what's up there? It's not worth the risk of falling and eben breaking something. Hier ist kein Arzt zu Dix. Lissy? Are you there? Hallo? Bist du jetzt auch runtergefallen? Rede mit mir. Redest du sonst ständig? Wir haben einen Bewohner gefunden. Einen immerhin. Teddy. Ex-Bewohner. Look away, Lissy. Is this what happened to the villagers? They killed themselves? It's one body. Let's not jump to conclusions. This is just ghastly. What made him do this? How long has he been? From the state of the body, perhaps a couple of weeks. It depends on temperature and humidity, of course. Ja, das ist ja eine tolle Überraschung. Die werden wir uns ansehen, näher betrachten, natürlich, aber erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Begleitung, für eure Unterstützung bis hierhin. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute und genießt die Zeit.